So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Diesel Railcar Simulator. Dieses Mal fahren wir die Class 37 mit Parcels Train, also sprich Postzug. Wir haben da vier Postwagen hinten dran, der alten Generation. Höchstgeschwindigkeit 70 Meilen pro Stunde, aber ich glaube, die werden wir nicht erreichen. Starten in Auckland Goods und müssen nach, also zum Central Yard hier hin. Ich glaube, dürfte Wilhelm sein. Vermute ich jetzt mal. Wir gehen mal rein. Das ist das Interieur. Wir werden auch gerade schon mal den Stift einsetzen. Ja, warum macht das nicht? Mal Motor starten. Sehr gut. Richtungswende nach vorne. Handbremse lösen. Lokbremse anlegen. Lokbremse ist gelöst. Sehr gut. Dann wären wir eigentlich schon abfahrbereit. Und das ist sie von draußen. Leider sind die Lichter vorne aus. Kann man auch nicht einschalten. Gibt noch keine Funktion dafür. Ich hoffe, die bringen das noch als Patch. Und hier hinten eben die Newspaper Vans bzw. Parcel Vans. 14 Tonnen. Habe ich so in noch keinen anderen Simulator gesehen. Sieht eigentlich eher aus wie so ein Viehwagen. Okay. Abfahrt. Hier das Abfahrsignal. Bremsen gelöst. Los geht's. Ah, es sieht der Geräusch schön. Ja, und hier das Interieur ist soweit nachvollziehbar. Hier die Stellung vom ABS-Hebel ist falsch. Der müsste eigentlich nach oben gehen. Wir können hier ein bisschen in den Motorraum reingucken. Und da gibt es nicht sehr viel zu sehen. Scheibenwischer gehen nicht. Lichterpanel haben wir auch nicht. Also da hat er noch ein bisschen was zu tun. Ansonsten klingt soweit okay. Das Horn, weiß nicht, passt nicht wirklich zur Class 37. Finde ich zumindest. Aber ist okay. Ist jetzt nicht die schlechteste. Und natürlich wieder sexy Drehgestelle. Hier. Oh, schaut euch das an. Mega nice. Bin mal gespannt. Gehen wir mal hier mal ein bisschen raus. Wir dürfen schon mal wieder schneller fahren. Bis jetzt da vorne bei den Weichen gleich ist. Kann er mal hier so bleiben? Also die Federung ist schon echt gut gemacht. So, jetzt gehen wir wieder rein. Denn ich weiß nämlich, dass ich hier gleich ein ABS kriege. Also die Warnung. Ein bisschen reingespielt habe ich schon. Einfach um zu schauen, wie das Szenario ist. Da ist auch schon der Magnet. Das ist mega schrill. Also es kann schon sein, dass das authentisch ist, aber ich kenne es eher mit so einer schrillen Leutwerk im Hintergrund. Vielleicht ist es eine moderne Variante, aber es wird nicht passen, wir sind eigentlich in den 1960er Zeiten hier unterwegs. Ah, ich hätte ja hinten hupen müssen, wenn wir noch im Bahnhof gefahren sind. Fehler Nummer 1. Da vorne nochmal ein Bahnübergang. Da werden wir uns jetzt mal ankündigen. Wenn ich das zumindest richtig. Und wir müssen hier wirklich anhalten. Ich werde jetzt einfach mal rollen lassen, bis wir dann da sind. Ja, und mal leicht bremsen. Ah na, jetzt hat es gerade umgeschalten. Ah, so typisch, ne? Fährt man gerade drauf hin und kurz davor kriegst du dann Freifahrt.
ist dann ganz toll, gerade in Deutschland, beim 500 Hertz Magneten, wenn du da drüber gefahren bist und dann schaltet er um. Gibt auch genügend Memes dazu. Freut sich der Lokführer. Ja, die Geräusche von den Ventilen sind wieder geil. Da vorne schon unser erster Halt. So, lassen wir mal ein bisschen rollen hier. 60. So, bei dem kleinen Bahnsteig hier soll man anhalten. Mal die ganzen Pakete und Zeitungen rausbringen. Und wir haben Halt. Gut, wir sind pünktlich. Stehen ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist okay. Aber reicht halt nicht für den ganzen Zug, aber die ersten Wagen sind mal da oben. Also wird schon passen. Da haben sie es auch. Was war das denn jetzt? Okay, wir müssen auf einen Zug warten. Center Oakland Shuttle. Und dann geht's wieder weiter. Aber wir haben ja da die tolle Funktion, dass wir die Zeit ein bisschen vorspulen können. Und das werden wir auch machen. Machen wir mal auf mal 14. Oh. Auf dem Gleis ist jetzt frei. Sprich, hier kommt was rein. Nochmal vorspulen hier. Aber noch lange warten. Ah, da kommt er. Dann tun wir jetzt mal zuschauen. Es sieht nach einer Network Scott East Lackierung aus. Moin, Kollege. Wäre natürlich ideal, wenn er genau hier stehen bleibt. Würde vermutlich auch machen. Es ist eine Network Scott East Lackierung. Boah, der Schriftzug fehlt. Ja, dass wir auch gerade Zielanzeige haben. Was ist los mit den Türen? Ach, nur der Navigator ist aufgegangen. Das war. Oh, die bleibt sogar offen. Und geht bei der Fahrt zu. Cooles Detail. Aber das war ein sehr kurzer Halt. Okay, wieder vorspulen. Bleibt mal hier mal ein bisschen. Das klingt so schräg. Okay. Das dürfte eigentlich nicht mal lange dauern. Wie ist da noch Freifahrt? Jetzt. Ah, jetzt darfst du mal fahren. Wunderbar. Gut. Einmal pfeifen. Und Abfahrt. Oder nix Abfahrt? Komm schon! Du schaffst es. Ah, jetzt. Braucht mir ein bisschen mehr Schmackis. Sieht aber gar nicht so schwer aus. Es gibt auch noch die Güterzüge mit ungebremsten Wagen hinten dran. Boah, das ist schwer zu fahren. Mache ich vielleicht auch noch ein Video dazu. Und ja. Ich hoffe, euch der Diesel Raycar Simulator gefällt euch. Und das angezockt hat es auch ein bisschen schmackhaft gemacht. Wer es sich jetzt geholt hat und selber schon ausprobiert hat, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und könnte mir noch vorstellen, dass ich das ab und zu im Livestream spiele. Das ist eigentlich noch ganz chillig. So, hier nochmal hupen.
Oh, wir sind zu schnell. Hier ist 15 angesagt. Und der nächste Übergang. Also wenn man die Soundfiles editieren kann, probiere ich das mal, ob ich da nicht selber was basteln kann für das Home. Müssen wir da anhalten? Ja, sieht so aus. Nee, er sagt Fahrt. Ah, wir werden jetzt vermutlich den einen ganze Zeit hinterherfahren. Ja, andererseits war nicht mal so tragisch, weil in Wilhelm Station müssen wir eh schon wieder anhalten. Und so weit auch wieder. Oh, jetzt müssen wir anhalten. Ah, das war jetzt zu spät. Ja, sind auf Halt. Hoffentlich warten müssen, bis der da draußen ist. Und wieder. Ah, das ist. Als wenn es mit Absicht wäre. Schön runterbremsen lassen. schauen wir uns mal um hier. Da machen wir ein bisschen Cinematic. Also Daumen nach oben für den Kartenbauer. Das hat bestimmt lange gedauert, sowas zu machen. So, wir dürfen einfahren. Drei Bahnsteige hat's. Ja, wir bleiben wieder bei dem. Ja, wobei das da liegt, dürfte einfach nur Güterverlad hier sein. Das sind vier Bahnsteige, wird man das jetzt da links mit dazu rechnen? Ein bisschen früher bremsen sollen. Okay, nimmt das so. Warte drauf, dass Central Oakland Shuttle das Gleis frei macht. Ja, ist okay. Hier geht aber auch nichts auf von den Türen her. Auf der anderen Seite. Nicht mehr irgendwie. Ah, ich kann auch frei herum. Gott sei Dank. Ja, auch am Balk zum Durchgehen. Können wir auch da reingehen? Ja, können wir. Ist jetzt so semi-geil detailliert. Interessant, dass man da durchsehen kann. Oh, ich höre schon wieder was hupen hier. Und wo kommt der? Ja, von vorne. Ah, wir dürfen fahren. Ah, weniger gucken, mehr fahren. Bremsen lösen. Und los geht's. Nee, 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 bravura. Konzentrier dich aufs Fahren, nicht aufs Gucken. Ah, ist so schön. Hä, warum? Warum null? Was ist jetzt zu früh? Oh, ich bin gerade zu früh losgefahren. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Ich habe nur aufs Signal geguckt. Na, immerhin habe ich Pfiffen. Das wäre Fail Nummer 2. Ich brauche echt mal so einen Fail-Counter. Entschuldigung für die Leute da hinten. Moinsen. Ihr schaut komisch aus. Vor allem auch die Halterung von euch. Kleines Wartehäuschen hier. Schön einsam. Hat's hier. Ne, jetzt sonst keine Beschriftung, bis auf das hier. L-Werk mit Wireless-Schaltern. Ich hoffe, ich sehe noch mal irgendwas anders, wo auch die Hebel drin sind. Gut, dürfen wir jetzt dann langsam mal fahren? Also, ihr könnt ja eigentlich ja vorspulen, ne? Nicht super hell.
Üb. Pünktlich. Schön. Abfahrt Nummer 2. Ich habe offscreen schon mal versucht, einen Unfall zu bauen. Das funktioniert, aber es ist nicht spektakulär. Du fährst auf den hinteren Zug auf und ja, dein Zug verschwindet dann einfach. Und dann heißt es, ja, bitte beenden. Und in den Statistiken kriegst du dann irgendwie 79.000 Minuspunkte für den Unfall. Und es gibt sogar eine eigene Kategorie für rücksichtsloses Fahren. Die schauen echt genau hin, wie man hier mit der Lok umgeht. Was dürfen wir denn? 50, ne? Ja. Kann ich mal Vollgas geben. Einfach sexy. Sicher wieder ABS. Ja, genau. Und ich gerade wieder runtergehen. Ja, so viel zu 70 mal Höchstgeschwindigkeit. Das für uns? Oder hat sie noch nicht. Na, hier jetzt noch eine Strecke. Das ist nicht für uns. Wir müssen aber sowieso auf 35 runter. Jetzt ist wieder grün. Aber ich sehe es ja noch nicht immer von hier aus. Müsste es eigentlich hier schön schleichen, damit du es dann mal siehst, weil jetzt erst siehst du es. Ja, und 25. Habe ich jetzt ABS gekriegt wegen 25? Vermute mal, oder? Bei Vorsignal war das ja jetzt nicht hier. Okay, das ist ein großer Bahnhof hier. Ohne halt Check 8 einfach weiterfahren. Jetzt noch interessante Beleuchtung hier. Spannend, dass wir jetzt hier ganz nach rechts gehen. Yard T15B. Eventuell müssen wir rückwärts fahren. Mal schauen, was das Spiel uns sagt. Eine schöne Cinematic, ja. Hätte ich jetzt auch schon wieder fast vergessen. Wir haben Freifahrt. Also zumindest hier unten. Könnten eigentlich ein bisschen schneller fahren. Oh, anhaltend. Hier ist nichts mehr mit weiterfahren. Ich glaube, dem Kollege sind wir zuerst hinterhergefahren. Ja, Network Scottis hat da doch eine Beschriftung. Ich hab das nicht gesehen. Ah, so typisch! Kannst du nicht vorher umschalten? Ah, Mann! Das Spiel liebt mich. Überschaubar, was jetzt hier im Verkehr los ist. Das soll ein Shop sein hier oben. Ist schon ein bisschen retro. Also vom Optischen erinnert es mich ein bisschen an OMSI, wer es kennt. Der Bus-Simulator. Spiele ich auch noch gern. Aber eher so für mich. Und dann müsste ich hier wieder alles aufbauen. Also so alle paar Monate spiele ich mal OMSI. Dann meistens in die Woche oder zwei durch und dann wieder Eisenbahn oder Flight Simulator. Class 47 mit einem Personenzug. Central Yard T15B.
glaube, das ist eins dieser Gleise da. Sind wir jetzt schon da? War das die Abstellung? Naja, ist vermutlich das Gleis hier. Das war eine kurze Fahrt. Mal einbremsen. Auch draußen. Voll mit den Bremsgeräuschen. Ja, und so kann ich aber nicht richtig anhalten, wenn ich noch umgucke. Im Moment habe ich jetzt gerade gedacht, der hat eine also er hat sich im Motor abgestellt. Und ein Bubble Car. Ja, wir bleiben jetzt einfach hier stehen. Schauen, ob er das schon nimmt. Okay, ja, das nimmt er. Wunderbar. Was ist das da hinten? Eine Class für das 7. MK1 Coaches. Okay, schauen wir uns mal die Statistiken an. Das ist soweit klar. Haltezeit des Bahnhofs anzeigen, naja. Geschwindigkeit übertreten 4-mal, mein Gott. Zubewegung wären Halt an einem Bahnhof 8-mal. Ja, okay, Entschuldigung. Aber der Energieverbrauch und die von noch 42%. Beschleunigung, Bremsen, Zugskursenergie gemessen in Megajoules. Also ist das jetzt gut, dass ich... Also ich gehe mal davon aus, dass es gut ist, dass ich jetzt weniger gebraucht habe. Ich bin ja eigentlich weitestgehend... Normal gefahren. 8.368 Punkte. Und wenn ich mal da die graue Linie anschaue, dann wäre er da wesentlich aggressiver gefahren. Und schneller. Hier ist soweit identisch. Ja, der hätte hier Vollgas geben. Zwar mit Abbremsen drin. Ja, da glaube ich, bin ich einfach viel humaner gefahren. Und immer noch pünktlich. Also ich denke mal, meine Fahrt war besser. Denke ich mal. Ja. Das soll es mal gewesen sein. War jetzt ein kurzes Video. Und mal schauen, was ich als nächstes mache. Eventuell eine Güterfahrt mit ungebremsten Wagen. Schauen wir, wie das wird. Und ein Express-Service mit einer Class 40 würde mich auch noch reizen. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Tschüss.